So, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Gablindfort. Aus der Weltmetropole Gablindfort. Ist das so? Klar. Ja, wir haben Landesgartenschau hier bei uns. Und da kommen echt viele, viele Besucher. Sehr viele. Und die Stadt ist voll. Parkplätze auch. Alles ist voll. Friseure sind voll. Alles, egal was man nichts hier, guck mal, wie ich aussehe. Ja, ich muss auch mal zum Friseur. Mach ich auch noch. So sieht's aus. Heute zum Thema Hyundai Ultra Hardcore Belzec Breitbau. Ja. ja, der Belzec übertreibt immer. Ja. Auf das erste Video von uns kam ziemlich gute Reaktion, finde ich. Also wir haben sehr viele E-Mails bekommen, die ziemlich gut war. Ja? Und wenn ein paar ernsthafte Anfragen noch kommen, dann bauen wir das Kit. Ja? Dann steht das definitiv fest. Vielleicht bauen wir sogar mit der Torpedo-Gruppe zusammen aus Dresden eine Sonderserie. Aber da sind wir noch ein bisschen am Verhandeln, ja? Mit der Torpedo-Gruppe zusammen, dass man quasi das Auto so fertig schon da kaufen kann. Ja? Es gibt auch sehr, sehr, sehr gute, günstige Finanzierungen für das komplette Auto und so weiter. Ja, und der Aufpreis, ich schätze mal mit der Aufpreis inklusive Felgen, das Bodykit mit Lackierung, mit alles drum und dran, müsste so um die 7.500-8.000 Euro liegen. Ja, ist ein Batzen Geld, gar keine Frage. Nur das, was ihr gerade gleich bekommt, zu sehen bekommt, ist auch ein dicker Batzen. Ist auch ein dicker Batzen, ja. Also ihr bekommt nicht irgendeinen Hyundai Kona, ihr bekommt den Ultra Hyundai Kona. Belzec Kona. Kona Belzec. Komm, zeigen wir euch, ja. Das ist der Hyundai Kona Basis Edition, heißt die. Ich nenne die so. Und jetzt kommt die Belzec Hardcore Edition. Achtung. Du bist ja wahnsinnig, Mensch. Hier muss man nicht mehr die Fresse, muss man einsperren, weil du nicht mehr normal bist. Okay, ich habe es, glaube ich, nicht übertrieben. Ja, glaube ich. Achtung. Ja. Du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. Ich finde das Ding fett. Breiter als Q8. Nein, aber ich finde, das sieht krass aus. Also für meinen Geschmack geil. Also wirklich. Guck mal hier, Achtung. Patsch. Also der ist wirklich, der geht schon bestimmt 10 cm pro Rad breiter als Serie. Oh, da sind wir schon beim Heck. Das geht mal flott. Das ist Basis. Batsch. 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 Das Bild, ja, wird euch alle flashen. Hoffe ich. Also ich bin kaputt gegangen, wo ich das Bild gesehen habe. Ja. Achtung, 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 Batsch. Also ohne Mist, ich bin dem Kona. Aber der muss ein bisschen Dampf haben, ja? Also 300 PS Minimum, ja? Krass. Mama mia. Also manchmal, wenn wir was zeichnen, sind wir so begeistert, ja? Wie jetzt gerade auf dem Kona. Ich bin so begeistert. Ich liebe die Arbeit, ja. Und die Emotionen, wenn sowas fertig ist, auch schon gezeichnet, nur ist vorbei. Wirklich. Ja. Also, schreibt in den Kommentaren, ob euch die Kona Ultra Edition gefällt. Kona Belzec Ultra Edition. Oder umgekehrt. Ich habe ein T-Shirt, da steht Never Too White. Und das ist so. Das ist wirklich so. Das ist mein Kopf leider, der sagt, Belzec, du musst, das Ding muss so aussehen. Zucker, Leute, wird man... White Body. White Body. Zucker wird White Body. Ja, wenn du von hinten irgendwie anfährst, ne, das Auto fährt irgendwie vor dir oder so, dann denkst du, da sollst du Angst kriegen. Ja, und das ist das. So, in Schwarz oder Rot. Ja. Achtung, Flash. Das ist auch wieder eine Bombe. Mama mia.
Serie in der Farbe, auch schön. Ja. Das ist Breitbau. Hardcore Breitbau Edition. Und das lackiert. Ich finde das sexy. Weißt du was? Wir machen noch ein Video daraus. Ja? Also ein Video von dem Auto, was ich drehe und so weiter. Und am Ende zeigen wir das von dem ganzen Video. Ja? Da zeigen wir so eine Animation in 3D und so weiter. Also bleibt dran und schaut euch das an. Schreibt Kommentare, wie gefällt euch unsere Arbeit, unsere Ideen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir sowas bauen könnten, sollten, müssen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's hier aus Camp Lindford. Schreibt uns Kommentare, liked, teilt unsere Videos. Ja, was auch immer. Wir freuen uns wirklich und vielen lieben Dank für die 50.000 Follower. Follower? Nein, Abonnenten. Abonnenten. Abonnenten, vielen Dank. Also wirklich ganz stolz. 8 Monate, 50.000 Abonnenten. Wir haben gestartet, glaube ich, mit 1.700, 1.800. Und das ist eine Höchstleistung. Ja, vielen Dank an alle, die uns da unterstützt haben. So, jetzt kommt das Video noch am Ende. Und ja, ich freue mich und bis dann. Ciao.